Moin, willkommen zum neuen Unboxing-Video hier auf meinem Kanal. Heute packen wir dieses wunderschöne Packerl aus. Da brauche ich noch kurz das Cuttermesser. Ja, und zwar geht es mal wieder um eine weitere Baureihe 218. Ja. Wie schon natürlich oft gezeigt, blabliblub, sind ein bisschen 218 Fanatiker, habe ich das Gefühl. Also die kaufen wir wirklich sehr gern. So, hier noch die Rechnung. Das interessiert uns jetzt nicht weiter, weil was wir ausgeben, das wollen wir Eisenbahner gar nicht wissen, weil das ist meistens eh zu viel. Genau. So. Tu mal das Cuttermesser dabei hin, ne? Muss ja nicht immer zu sehen sein, ein Messer im Video. Genau. Und zwar geht es um diese schöne Schachtel hier von Rocco natürlich, habe ich noch gar nicht genannt. Eine Baureihe 218. Und zwar die Baureihe 218-150-1 von Rocco. So, hier ist sie mit der Artikelnummer 732010. Ja, genau. Na, dann nochmal die Betriebsnummer 218-150-1. Und ja, das ist mal wieder in der Baureihe 218, aber von der ersten Bauserie, genau. Von der ersten Bauserie was ganz Besonderes, weil die heutzutage nicht mehr so existiert. Oder so meistens sind es aktuell in echt die Bauserien 4 bis 5, denke ich. Genau, hier ist sie drin, eine eigenartige Verpackung. Also das hat jetzt Rocco so noch nicht so oft gemacht. Das ist mal was Neues, finde ich. Also, ja. So, tu mal die Lok mal raus und erstmal beiseite. Wir müssen ja noch wegen den Sachen hier schauen. Okay. Hier kann man Aufkleber für den DB-Keks. Hier kann man jetzt unschwer erkennen, weil das irgendwie. Ah! Hier ist es besser zu erkennen, habe ich es falsch schon gehalten. Das DB-Keks-Logo kann man sich noch drauf machen, wenn es abgegangen ist. Keine Ahnung. Also hier ist es ganz normal drauf. Wofür das ist, weiß ich jetzt nicht so genau. Ja, dann natürlich wieder Scheibenwischer. Scheibenwischer von Rocco, was mich bei den 218, wir haben viele Rocco 218, aber was mich da besonders genervt hat bis jetzt, ist einfach, dass immer bei den Scheibenwischern nie das so ist, dass die Scheibenwischer so zusammengehen, ja, so zusammengehen, sondern irgendwie immer so, also dass die nicht immer die richtigen Teile da mitgeliefert haben, sondern immer viermal oder dreimal das eine, die eine Richtung, whatever. Und ja, das weiß ich nicht, sah jetzt halt so
semi gut aus. Aber mei. Genau, unten in den unten in der Videobeschreibung seht ihr noch weitere Infos zum aktuellen Zustand der Lok. Ja, die genau, wurde ja zerlegt in Magdeburg, aber nicht in den Farben, sondern in der orientroten Lackierung liegt sie da jetzt zerlegt rum. Das ist die erste Bauserie, also was ganz Besonderes. Glaube, wir haben auch nicht so viele erste Bauserien jetzt hier auf der Anlage. Auf jeden Fall mal was anderes. Ne? Ja. Alles aus Kunststoff, alles aus, ja, Kunststoff. Wie halt heutzutage die Modelle sind. Ne, da der Schacht. Alles wie gehabt. So. Flüsterschleifer von Rocco ist auch montiert. Genau. Das war's dann schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst wie immer gern ein Like und ein Abo da auf das Video und den Kanal, wenn es euch gefallen hat. Natürlich gibt es in den weiteren Videos ein schönes Fahrvideo mit allen Funktionen, wo die vorgestellt werden. Darauf könnt ihr euch schon freuen. Dann könnt ihr auch die Glocke aktivieren, dass ihr das Video noch nicht verpasst. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao.